Herzlich willkommen zu einem neuen Adventure-Projekt Broken Age, der Kickstarter-Star sozusagen. Er hat ganz viele Unterstützer gefunden, auch sehr viel Geld eingesammelt. Tim Schafer, man mag es vorsichtig ausdrücken, vielleicht etwas Größenwahn geworden. Er hat sich sehr viel vorgenommen für dieses Adventure. Es kommt auch jetzt in zwei Teilen raus, ähnlich wie bei Baphomets Fluch 5. Das ist jetzt der erste Teil und wir fangen einfach mal an zu spielen. Dieses Broken Age wird neben Baphomets Fluch 5 laufen. Der Fokus liegt doch etwas mehr auf Baphomets Fluch 5. Das möchte ich erstmal abschließen und dann werde ich richtig in Broken Age einsteigen. Broken Age, am Anfang bekannt als Double Fine Adventure, werden wir mal schauen, ob wir das alte Retro-Feeling, ob wir quasi die 80er Jahre wieder zurückbekommen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen ein neues Spiel an. Fortfahren lohnt sich nicht, das hatte ich nur für das Infovideo gemacht und deswegen gucken wir nochmal genau rein, was jetzt so passiert. Und so wie ich das im Kopf habe, können wir uns am Anfang entscheiden, wo wir anfangen, mit dem Jungen oder mit dem Mädchen. Wir müssen wahrscheinlich beide Seiten spielen und das ist wahrscheinlich das Besondere an diesem Abenteuer, aber wir fangen mal an. Neues Spiel. Neues Glück. Ja, natürlich. Viel Spaß. So, das ist ja wahrscheinlich auch das Bild, was die meisten von euch kennen. Der Titelbildschirm, links das schlafende Mädchen, rechts der schlafende Junge. Wir haben im Infovideo mit dem Jungen angefangen, deswegen fangen wir mal halt mit der, ich glaube, Valerie an. Oh, noch ein bisschen ruckelig. Oh, Vella. Also nicht Valerie, sondern Vella. Ja, Steuerung ist sehr einfach gehalten. Wir können links interagieren. Die Escape-Taste bringt die Pause-Taste. Und da können wir nochmal die Steuerung uns anschauen. Hier die Interaktion, die Pause-Taste, I fürs Inventar und Leertaste für Sequenz überspringen. So, sehr einfach, aber dennoch effektiv. Ja, und dann wachen wir doch mal auf. Guess it's time to face the cupcakes. Yum, 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 lecker. Die ist ziemlich groß hier, die Vella. Können wir noch irgendwas berühren oder wird irgendwas... Ah, der Mauszeiger ändert sich in eine Art Zahnrad, wenn wir irgendetwas interagieren können. Hier können wir nichts machen. Tappel, 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 tappel. Ah, hier haben wir etwas. Sugar Bunting, wo die sweetness is baked right in. Können wir rechts klicken? Nö. Ah, Sugar Bunting, where the sweetness is baked right in. Okay. Ja, das hatten wir jetzt schon. Jetzt gehen wir mal zu unserer kleinen Schwester. Vermute ich mal, dass es die Schwester ist. There you are. I was getting worried. Worried that I chickened out? No. I know you're not afraid of anything. I mean, what's to fear? This is a great honor. Right. Wait. I can't tell if you're being serious. Well, there is one part that I'm really afraid of. What's that? I'm afraid that you won't get any food because I'm gonna beat you to the maiden's feast. Dream on! Jetzt hat der Mauszeiger golden aufgeleuchtet. Was bedeutet das? Haben wir irgendwas im Inventar? Ja. Also, gehen wir zu unserer Schwester nach Hause. Sehen aus wie Suppentöpfe, ne? So, irgendwie, die Häuser. Hello? Okay. Das hatten wir, glaube ich, noch im Intro gesehen, im Infovideo. Hier ist, glaube ich, irgendwo der Lichtschalter. Surprise! Wow. Yay! There is my Valoria. Oh, look at my pretty girl. I can't believe. I just can't believe. We're very proud of you. I think that's what your mother is trying to say. Oh, she's not even dressed yet? Can we do that after cake? Come on, cake first!
All right, but come on. Let's get this good time over with. Oh, yes, cake. Now, where did I put that knife? Nobody touches that cake until I find the ceremonial knife. Ja, das scheint auch unsere erste Aufgabe zu sein. Wir müssen das Zeremonienmesser finden, wo wir diesen wunderschönen Kuchen anschneiden können. In der Regel ist es ja hier im Regal irgendwo, aber... Maybe the knife is under this towel. Never gonna find it. Dad, I hope you're not hiding that knife for your own good. Gut, das sind nur weitere Cupcakes. Don't touch the red ones. Mom made those just for me. You're going to eat all of those? I've already had six. Boah. That explains a lot. So, was haben wir hier? Wir können quasi das Art Menü öffnen. Aber das muss eigentlich auch... Genau, wenn ich I drücke, funktioniert das auch. Wir haben also ein... One of my mom's special dish towels. And it's still dry. So ein Geschirrspülhandtuch und wir haben ein Cupcake uns ergattert. Was hat denn die Oma hier hinten? Toilettenpapier? Keine Ahnung. So, wir müssen weitersuchen und ich würde sagen, wir helfen der Mutter mal hier im Regal. Did I leave it in the kitchen? No. Mom, I was just wondering, what if we fought the monster instead of feeding it? That's my girl. Now that's Beastender blood talking. Please, my loves, don't make this any harder than it already is. Der grummelt nur, der Vater. Können wir in die Küche gehen? Oder ist es der Vater? Hey, don't go get dressed yet. I don't want you getting cake on your good outfit. Oh, a little frosting never hurt a maiden's feast gown. Think, Morelia, think. Okay, Gucken wir uns mal die Kuchen an. Hier sehen eher so nach Apfelkuchen aus. Not until I find that knife, young lady. She already caught me using my fingers. Eyes in the back of her head, that woman. Eigentlich interessant gemalt. Das sieht so aus wie, ich weiß nicht, Aquarell wäre verkehrt. Ich kann das gar nicht so einordnen. Reden wir noch mit der kleinen Schwester. Know where Mom's knife is, Rocky? If I did, we'd all be eating cake right now. Okay. Don't suppose you have another knife in the back we can use? I do, but your mom brought out a special one she wants to use. She wants everything to be perfect on your special day. So Art Wasserfarben, ich habe keine Ahnung. Aber bisher sieht das ganz gut aus, der Stil. Ich mag das ja so ein bisschen schön farbenfroh. Was haben wir hier? I think that's supposed to look like Magchathra, my handsome date to the prom. Okay. Tja, wo könnte das Messer sein? Lavina? What is it, girl? Ah, wir können hier richtig reden. Any idea where Mom's knife is? We're late. If I knew, I would have cut that cake, shoved it down your gullets and had us out the door already. Oh. Tja, die wollen anscheinend alle Kuchen essen. Tja. Wir können auch fragen, was ein Mokkothra ist. Was auch immer, das scheint dieses Monster zu sein. Und wir können noch mehr über dieses Maidenmal uns erkundigen. Wir fangen einfach oben an. So, why don't we just fight Magchathra? Silence! Talk like that could ruin the maiden's feast. If you destroy the feast, Magchathra will destroy this village, including your family. Is that what you want? No. Das Maidenmal. Can I ask you about the maiden's feast? Weren't you paying attention in maiden training? Ach Gott, das ist ja richtig hier viel Text. What is Magchathra? The latest in a long, distinguished line of grand Mogs to visit our land. Distinguished? Well, anything that lives that long becomes distinguished. I mean, look at me. Tja, wir können uns hier richtig über dieses Magchathra unterhalten. Where do creatures like Magchathra come from? They come from beyond the plague dam. How many of these feasts have you organized? Let's see. A new grand Mog appears every 14 years, and I'd have seen six of them, so... Hey, are you trying to get my age out of me? I'll never tell. Hmm...
Was wissen wir über diese großen Mogs? Warum bin ich ausgewählt worden? Ich möchte eines Tages über den Pestdamm hinausreisen, reisen. So. How much do we know about these Grand Mogs? The Grand Mogs have visited our lands for as long as anyone can remember. They hide in the wilderness for years, and then they come to feed. After feeding, they return to their land and, it is imagined, breed. You actually imagine that? I want to go beyond the plague dam someday. It's forbidden! But maybe you'll be lucky enough to be taken there soon in Mog Chothra's stomach. Oh Gott. Tja, das ist eine gute Frage. Warum wir ausgewählt wurden? Why was I chosen? In every town visited by a Grand Mog, the villagers vote for the maidens who represent their town's best qualities. So in other words, beats me. Mog Chothra attacks other towns? Of course. Mariloft just had their maiden's feast yesterday. That's how we know he's coming here next. They're a pretty tough act to follow. Amazing featherwork. Okay, I think I know all I need to know about the maiden's feast. All you need to know is how to look pretty in your dress. We'll take care of the rest. I'd better go look for that knife. And hurry. If we're late, you won't be selected and your family will be shamed. Okay. Gut. Jetzt können wir uns wahrscheinlich noch mit dem Hörbar Nichi oder was? Ne, mit dem Opa unterhalten. Ich hoffe einfach mal, dass das die Grandpa Großeltern sind. Ja, Grandpa. Genau. Der ist ziemlich hier motzig und deswegen fangen wir einfach mal, was los ist. Why so grumpy, Gramps? Because we're celebrating something that's a mockery of what this town used to stand for. Do you know where Mom's knife is? Wouldn't tell you if I did. I'm not doing one thing to help with this shame feast. Och, das ist aber gemein. Yeah, I'm not sure how I feel about this maiden's feast either, to tell you the truth. Then fight it, girl! Stand up for yourself! I hope you're not filling that girl's head with nonsense, Brommel. Der hört auch nicht auf zu krummeln. Hey, Gramps, want a cupcake? Yes. Why do you hate the Maiden's Feast, Grandpa? Because this used to be a town of warriors. It's a travesty, Vella. Uh-huh. Why'd we stop being warriors? Lavina Clench and her ilk said there was too much bloodshed, pushed for appeasement. So we went soft, became a town of bakers. I'd better go find that knife. Don't you dare. I hid it for a reason. You did what? Oh, nothing. It's just got to be. Aha. Können wir das jetzt anbieten? If there was a day to splurge, it's today. For me? For you, Grandpa. Don't mind if I do. Wie, das war's jetzt? Grandpa Beastender? Hey, Gramps, want a cupcake? Yes. I'd better go find that knife. Können wir uns noch eins nehmen? Die geht ein bisschen stocksteif. Why not? Ja, können wir. Dann schieben wir das direkt mal hier. For me? Wieder rein. For you, Grandpa. Don't mind if I do. Die Stimme klingt ein bisschen an den Gemischtwarenhändler von Monkey Island 1. Und wir versuchen es nochmal. Werden die eigentlich weniger? 1, 2, 3, 4. Mom and Dad will be hurt if there are any left over. Naja. Gut, dann nochmal Grandpa. Mal schauen, ob die magische 3 for me. Auch hier im Adventure hilft. For you, Grandpa. Don't mind if I do. So. Grandpa Beastender? Anscheinend nicht. I'd better go find that knife. So, wir müssen einen vierten Cupcake nehmen und dann werden wir weitersuchen. Maybe this will calm my nerves. Okay, können wir es selber essen? If there was a day to splurge, I'm too nervous to eat. Okay. You seem excited. I am! I think I'm gonna barf.
That could be all the cupcakes you've been eating. I'm just sad I'm too young. I wish we didn't have to wait 14 years for another Mog. I'll try to make you proud, Rocky. I'm already proud of you, stupid. Gut, die hat 6, glaube ich, gefuttert. Dann geben wir dem jetzt auch mal 6 Stück. Was sind das? For me? No, Mom says you can't have any. I'm just showing it to you. I didn't want it anyway. Na, wer weiß. For me? For you, Grandpa. Don't mind if I do. Mal gucken, wie lange wir das machen können. Might as well eat them all. You eat the one you've got before you grab another. Mom, it's her special day. Let her have all the cupcakes she wants. Except the red ones. Außer die roten. You eat the one you've got okay. Before you grab another. Mom, it's her special. Das hatten wir. Also geben wir dem Opa nochmal den. Ich glaube mittlerweile den 5. I'm too nervous to eat. Oder den 5. Cupcake. For me? For you, Grandpa. Don't mind if I do. Ist auch so ein Modekuchen, ne? One of my mom's special dish towels. Need a towel, Grandpa? Why? Do I look like some old drooling invalid to you? Nee, das ist er sicherlich nicht. Ja, ist wirklich frustrierend. Könnten das Messer sein? Haben wir eigentlich schon mit dem Vater gesprochen? No. You sure this maiden's feast is a good idea, Pops? It's what you want, right? I guess so. I mean, you hear about it all your life. I'm just starting to wonder. Don't worry, sweetheart. You'll do great. Huh. Oh, where is that darn knife? Mom, I was just wondering, what if we fought the monster instead of... Gut, das hatten wir ja schon. Gut, wir haben immer noch keinen Cupcake. Nehmen wir nochmal einen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt 5 oder 6 verfüttert habe, aber es scheint nicht zu funktionieren. Nobody's touching these except me. Think, Morelia, think. Können wir rausgehen? Tatsächlich. Okay. Too many people would see me. It's just got to be. Tja. Wir versuchen es nochmal. If there was a day to splurge, it's today. I must be losing. For me? Split it with you? Deal. Oh, da ist das Messer. So, das war jetzt eher intuitiv. On second thought, you can have the whole thing. Suit yourself. Now, where did I put that thing? What thing? Nothing. I didn't say anything. Perfekt. Wir haben das Messer. Das können wir der Mutter jetzt hier geben. Ah, schön, es blinkt. Sehr gut. Nope, not there. All right, time to serve this girl up. But first, can I ask just one more time? Honey, why don't we just kill Mog Chothra? Oh, was? Here, here! Oh, honey. Oh, we're going to miss your sense of humor. Sense of humor. So, was ist jetzt? Schwarzer Bildschirm? Majestic to behold. Awe-inspiring. Powerful. Mysterious. But Mog Chothra is more than that. Merciful and generous, Mog Chothra keeps our town safe. All we ask is may he pick some of our beautiful flowers as extra Portion lecker. Please come, Mog Chothra, and make your selections. Welcome to the Maiden's Feast. Show him what you've made, fella. I know he'll pick you. This can't be right. Oh oh, oder? Da ist er, der Mog Chothra. So, oh. Oh, ich glaube, muss ich irgendwas machen? Ah. Wir können vielleicht mit dem Handtuch. My food again.
Gut, irgendwas müssen wir anscheinend machen.